Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen im neuen Jahr in 2019. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht und wir starten heute mit zwei Videos, im Grunde einer Reihe, nämlich eines Rückblicks. Heute möchte ich mit euch über meine Serien aus 2018 sprechen und im nächsten Video wird es dann so um die Bücher gehen, um die Statistik, um Highlights, um Flops, um alles, was man da irgendwie erzählen kann. Nachdem es dieses Jahr doch einiges an Serien waren und auch einiges an Filmen, das werde ich so ein bisschen mischen, mal gucken. Ich glaube, ich fange einfach mit den Serien an und mache dann mit den Filmen weiter. Holt euch was zu trinken, macht es euch gemütlich und dann werfen wir einen Blick zurück auf 2018, was ein sehr intensives Serienjahr tatsächlich auch wieder war. Netflix sei Dank, auch Sky Go habe ich sehr oft genutzt. Ich hatte ja zwischendrin auch Amazon Prime, wo ich dann auch mal was gesuchtet habe und es macht einfach Spaß. Also ich bin wirklich ein großer Serienfan geworden und man merkt das nicht unbedingt auch bei den Büchern, dass da irgendwas groß weniger wird. Ja, es gibt Phasen, da lese ich da natürlich weniger, aber ich versuche da schon so täglich einen Ausgleich zu finden, beziehungsweise ein Gleichgewicht zu finden und mir macht einfach beides großen Spaß und ich möchte beides aktuell nicht missen, weil mich das alles einfach ganz wunderbar unterhält und man einfach auch so viel mitnimmt und es wirklich einfach tolle Serien gibt. Es gibt natürlich auch Serien, die man anfängt und denkt, das ist nichts. Aber in der Regel denke ich, wenn man gerade jetzt, wenn sie es hier reingeschafft haben, dann waren das in der Regel wirklich Serien, die ich auch staffelweise geguckt habe und auch ein paar Filme. Obwohl ich ehrlich sagen muss, ich hatte mehr Filme auf meiner Watchlist, also ich schreibe die hier ja immer alle in meinen Bullet Journal, als ich dann tatsächlich gesehen habe und ich warte jetzt auf den einen oder anderen, entweder auf DVD, Blu-ray oder dass er auf Sky läuft oder vielleicht sogar auf Netflix, das weiß man ja gefühlt immer vorher nicht. Und aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, ich habe jetzt gar nicht gezählt oder sonstiges oder wie viele Staffeln ich geguckt habe oder irgendwas. Ich denke, wir starten jetzt einfach chronologisch durch mein 2018. Und zwar habe ich im Januar auf YouTube Ich heirate eine Familie entdeckt. Eine Serie, die aus den 80er Jahren ist und ich in meiner Kindheit auch gefühlt immer in den Weihnachtsferien angesehen habe, also so 80er, 90er Jahre. Da geht es um eine geschiedene Frau mit drei schon relativ großen Kindern und die eben einen Mann trifft, der ja eigentlich sein Single-Leben sehr genossen hat und beide merken aber doch, das wird was Ernsteres und er heiratet dann im Grunde die Familie. Und dann gibt es natürlich allerhand Chaos und wunderbare Momente und sehr viel normales Familienleben und es hat mir wieder Spaß gemacht. Ich habe aber so für mich gemerkt, dass ich die als Kind, Jugendliche irgendwie ein bisschen faszinierender fand, als ich eben selbst Kind und Jugendlich war, als wenn man jetzt eben so die Probleme dahinter tatsächlich kennen, die es eben mit sich bringen, wenn man arbeiten geht, wenn man Rechnungen bezahlen muss und keine Ahnung. Also na, das ist ganz klar, man steht jetzt auf der anderen Seite, als wie man eben Kind und Jugendlich war. Ich habe die Serie auf YouTube gefunden, da waren auch alle Folgen vollständig erhältlich und ich habe die da, ich glaube tatsächlich auch so zum Jahreswechsel Anfang des Jahres dann auch dort angeguckt. Dann habe ich auf Netflix Grace und Frankie entdeckt und bin passend zur vierten Staffel mit Staffel 1 bis 3 fertig geworden und ich glaube, die fünfte Staffel kommt jetzt auch schon direkt im neuen Jahr und ich freue mich sehr darauf. Das ist eine Serie mit Jane Fonda. Und wir haben hier eigentlich zwei klassische Ehepaare, die, ich glaube, 40 Jahre oder über 40 Jahre schon verheiratet sind. Und die beiden Männer outen sich dann aber, dass sie schon lange eigentlich Geliebte miteinander sind, Geliebte von jeweils anderem und dass sie eben eigentlich homosexuell sind, das aber in dieser reichen Schickimicki-Welt nicht so richtig gepasst hat. Und die beiden Männer ziehen zusammen und für die beiden Frauen stürzt im Grunde irgendwie ihre bekannte Welt ein. Und was macht man in dem Alter, so um die 70? Man zieht dann als beide geschiedene Frauen einfach ins Feriengartenhaus sozusagen ein, was gefühlt auch noch größer ist als mein eigenes Wohnheim. Von daher, ja, wir haben hier natürlich die Schickimicki-Welt. Wir haben große Kinder, die auch erstmal verkraften müssen, was sie da im Grunde von ihrem Vater hören. Und wir haben auf der einen Seite natürlich die geschiedenen Frauen. Wie werden die geächtet in der Gesellschaft? Und wir haben hier die Männer, die total verliebt ineinander sind, endlich froh sind, dass sie sich outen konnten. Und
und jetzt irgendwie ein gemeinsames Glück haben, aber auch merken, ja, ganz so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben, ist das nicht. Und diese Welten treffen dann eben auch immer mal wieder aufeinander, weil natürlich müssen sich auch irgendwann mal die Eltern sozusagen mit den großen Kindern dann irgendwie austauschen. Und ich habe unglaublich viel gelacht. Ich habe sehr viel nachgedacht. Ich habe auch im einen oder anderen Moment absolut mitgelitten und ich fand es großartig. Mir hat die Serie so viel Spaß gemacht. Ich hätte das nie erwartet und hatte wirklich mega Freude damit und war dann total happy, dass ich ja gefühlt wirklich die dritte Staffel beendet habe, in der Zeit, wo dann gerade die vierte auch herausgekommen ist. So bin ich, glaube ich, auch darauf aufmerksam geworden und ich freue mich jetzt schon mega auf die fünfte Staffel, weil die vierte Staffel auch sehr gemein mit einem Cliffhanger geendet hat und ich einfach mega gespannt bin, wie es weitergeht. Läuft auf Netflix und es sind auch immer alle Folgen sofort dieser Staffel verfügbar, was ich immer besonders schön finde, wenn man eben nicht darauf warten muss, wie es ja bei anderen Serien oftmals der Fall ist. Dann hatte ich mal wieder große Lust auf Sherlock Holmes und habe dann Sherlock Staffel 2 bis 4 geguckt, auch auf Netflix, obwohl ich sie auf DVD auch da habe. Ich habe hier aber zu Netflix gegriffen, weil ich dann eben auch einfach mein Handy mit ins Bett zum Beispiel nehmen kann und da einfach morgens oder abends einfach noch ein bisschen mit gucken kann, wenn ich Lust dazu habe oder wenn man krank ist, dann nimmt man eben einfach sein Handy mit und kuschelt sich irgendwo hin und alles ist gut. Ansonsten gucke ich ja diese Serien auch über den Chromecast auf dem Fernsehen. Also wenn es dann natürlich so die einen Fernsehgenuss geben soll, dann ja, habe ich den natürlich auch. Eine Serie, die ich absolut liebe. Ich bin ein riesen Sherlock Holmes Fan geworden. Ich habe ja, glaube ich, vor fast 2 Jahren jetzt damit angefangen, dann im Grunde passend zur vierten Staffel alle anderen Staffeln gesehen und ich habe die erste Staffel schon 2017 angeguckt, als gerade die 3 Mangas herausgekommen sind und hatte dann immer zum jeweiligen Manga die Folge der Staffel angeguckt und das fand ich wirklich auch ganz toll. Und ich habe aber gemerkt, wie große Lust ich auf Sherlock Holmes habe und auf Watson und diese Detektivgeschichte, die aber so viel mehr ist, so viel Zwischenmenschliches, so viel Aufmerksamkeit, so grandios. Grandioser britischer Humor, großartiges Serienkino, es sind ja im Grunde Filme, geht ja keine Folge unter 1,5 Stunden und das macht einfach Spaß. Mir macht es unglaublichen Spaß, das anzugucken und ich muss mir unbedingt jetzt fürs neue Jahr mal vornehmen, ein paar Sherlock Holmes Geschichten zu lesen. Ich habe ja die beiden Sammelbände von Arthur Conan Doyle hier und ich möchte das jetzt einfach lesen und ich bin mega, mega, mega gespannt, wie mir die Bücher, wie mir die Geschichten gefallen würden und ob ich dann die Serie mit anderen Augen sehe oder die Bücher, das werden wir sehen. Aber absolute Empfehlung, ich liebe, liebe diese Serie wirklich abgöttisch. Dann ging es weiter mit den Frankenstein Chronicles. Da bin ich aufmerksam geworden, weil, glaube ich, gerade die zweite Staffel irgendwie bei Sky vorgestellt wurde. Und ich mir schon dachte, ach, so ein Mist, da wüsste ich gerne, was die erste Staffel ist. Und zwar ist das so ein bisschen was Historisches. Das spielt eben zur Zeit, in der auch im Grunde Frankenstein geschrieben wurde. Es spielt mit Sean Bean, den wir ja aus Herr der Ringe und auch Game of Thrones unter anderem kennen. Einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Und in diesem Frankenstein Chronicles geht es eben darum, dass Kinder verschwinden. Man findet eine Kinderleiche, die aus verschiedenen Menschen zusammengenäht wurde und da im Grunde so diese Anspielung auf Frankenstein geschieht. Und es war eine sehr düstere Serie. Sie war zum Teil sehr eklig, weil es eben wirklich um Kindermord ging, um tote Kinder, um verstümmelte Kinder. Und wir haben hier eben den Detektiv, mehr oder weniger, der eben von Sean Bean gespielt wird, der da im Grunde jetzt auf die Jagd geht und im Grunde gucken muss, was da eigentlich passiert. Und es nimmt dann Wendungen und auch die erste Staffel hatte einen Wahnsinns-Cliffhanger, dass ich echt gedacht habe, oh mein Gott, ich muss sofort weiter gucken. Die zweite Staffel habe ich dann auf Sky Go geguckt oder halt auf Sky lief sie dann und da nutze ich dann eben Sky Go und finde das auch mega praktisch und es hat auch ganz wunderbar geklappt und ich glaube mittlerweile ist auch die zweite Staffel auf Netflix erhältlich, aber da hatte eben Sky sozusagen das Vorzugsrecht. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, das war im März und hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Von März bis April habe ich dann auf Netflix eine Reihe betrüblicher Ereignisse angeguckt, Staffel 1 und 2. Und
Hier muss ich erst sagen, habe ich mich lange gefragt, was will mir diese Serie eigentlich sagen, denn sie ist total absurd. Es geht um die drei Baudelaire-Kinder, die auf einmal Waisen werden und dann im Grunde überlegt werden, wo sollen sie denn aufwachsen und sich da ein vermeintlicher Erbe findet, denn die Baudelaire-Kinder haben eben ein großes Vermögen hinter sich und wir treffen auf Graf Olaf, grandios gespielt von Patrick Michael Harris, ich weiß es gerade nicht mehr. Ja, ich hab's ja nicht so mit Namen. Und ja, es ist irgendwie eine sehr skurrile Serie. Es ist zum Teil eine sehr unterhaltsame, lustige Serie. Sie ist, macht aber einen auch sehr nachdenklich und lässt einen manchmal ganz verstört zurück. Schauspielerisch ist das wirklich grandios. Sowohl der Erzähler als eben auch Graf Olaf finde ich großartig. Und das beruht ja auf einer Buchvorlage. Und ich finde das einfach Hammer. Ich freue mich jetzt auch schon im Januar, vielleicht jetzt sogar schon gestartet, während das Video hier läuft, kommt die dritte Staffel und ich bin total neugierig darauf und freue mich wirklich sehr, die Baudelaire-Kinder wieder zu begleiten und mit ihnen Spaß zu haben und ich fand das einfach großartig. Wie gesagt, ich weiß nach wie vor noch nicht so richtig, was man mir damit sagen möchte. Aber auch die Erzählweise ist so toll und wie dumm manchmal Erwachsene sind. Und man sich so denkt, so ist man tatsächlich. Man ist manchmal als Erwachsener ignoranter als Kind. Und das ist so eine Erkenntnis, die ich einfach großartig bei der Serie fand. Also wirklich ganz, ganz toll, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann lief auf Amazon im April The Terror und das ist die Verfilmung zu Dan Simmons Terror, zu der Geschichte über dieses Schiff, das im Grunde irgendwie die Nordwestpassage oder Nordost, Nordwestpassage vermutlich, durchfahren wollte, aber dort im Grunde im ewigen Eis festhing und man im Grunde nicht weiß, was aus der ganzen Mannschaft wurde. Und Dan Simmons hat ihr eben fiktional eine Geschichte darüber erzählt und hat eben gesagt, wie hätte es sein können. Und wir treffen eben auf Menschen, auf Charaktere, die es tatsächlich gab, auf Tatsachen, die man noch irgendwo nachlesen konnte, in Tagebüchern, Logbüchern und dann eben auf Fiktion. Und mir hat das Buch damals, ich glaube ja ein Jahr vorher gelesen, sehr gut gefallen. Es hatte so die ein oder andere Schwäche, dennoch finde ich den bildhaften Schreibstil von Dan Simmons sehr gut und sehr gelungen. Ich mochte tatsächlich auch die Verfilmung sehr gerne. Sie war sehr düster, es war einem Gefühl ständig kalt und es war ja sehr beklemmend, so dieses ewige Eis und auch dieses Schiff und auch so die Menschen. Und es wurde schon für mich gut nachgestellt, natürlich schon mit eigenen Dingen. Soweit ich weiß, war auch das Ende anders. Es gibt natürlich schon so ein paar Dinge, die ich nicht so gut fand. Also es war manchmal schon sehr künstlich spannend an Stellen, die es eigentlich nicht waren. Und umgekehrt, dass man spannende Stellen einfach so hat wegfallen lassen oder irgendwie gar nicht diese Wirkung hatten, die ich aus dem Buch in Erinnerung hatte. Und zudem waren natürlich auch, wie die Menschen da rumgelaufen sind, das entsprach halt einfach gar nicht dieser Passage. Aber klar, ich meine, die Schauspieler wären wahrscheinlich ansonsten einfach weggeschmolzen, aber es hat es manchmal nicht so ganz authentisch gemacht, wie oft die ihre schweren Klamotten eigentlich abgelegt haben, wo ich denke, ihr habt da irgendwie minus 30 Grad. Ich bezweifle, dass ihr ohne irgendwas da rausgeht, aber ja, ne, das kann man irgendwo vielleicht noch verstehen, aber das hat natürlich so ein bisschen den Charme dieser Kälte, die man aus dem Buch kannte, so ein bisschen weggenommen. Und dennoch war sie gut, es hat mir gefallen. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass es Staffel 1 hieß. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Geschichte irgendwie nochmal weiter erzählt wird oder ob vielleicht als Staffel 2 irgendeine andere Geschichte von Dan Simmons dient. Keine Ahnung, dazu habe ich noch keine Infos irgendwie finden können. Dann habe ich begonnen, auf Sky Westworld nochmal zu starten. Die lief ja, glaube ich, im letzten Jahr, also 2017, lief die erste Staffel und ich mochte die erste Staffel ganz gerne. Da ging es ja um diese künstlichen Intelligenzen, beziehungsweise eben menschliche Körper, die im Grunde Roboter waren, die aber so realistisch waren und einen Freizeitpark bevölkert haben, in dem eben normale Menschen ihren Spaß haben können und man da im Grunde in dieser Welt Western spielt. Und ein großartiger Anthony Hopkins hat hier mitgespielt, den ich wirklich bombastisch gut fand. Und auch Ed Harris wieder wirklich bombastisch gut. Und ich mochte die erste Staffel, wie ich sie wöchentlich gesehen habe, sehr, sehr gerne. Und dann war eben angekündigt der Start für die zweite Staffel. Und ich habe die erste Folge der zweiten Staffel angeguckt und habe irgendwie gar nichts mehr verstanden. Und dachte, okay, du
wirst dieser Serie gar nicht gerecht, wenn du jetzt einfach weiterguckst. Starte einfach nochmal mit der ersten Staffel und dann machst du einfach mit der zweiten weiter. Und muss aber ehrlich sagen, dass ich irgendwie keinen Spaß mehr an der Serie hatte. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass einfach das Geheimnis der Wendungen schon in mir eben da war, dass mich das nicht mehr so beeindrucken konnte, weil ich wusste, was da passiert, wie es passiert und wozu. Mich konnte diese Serie nicht mehr begeistern. Ich habe, glaube ich, 3-4 Folgen der ersten Staffel angesehen und ich hatte irgendwie ganz viele merkwürdige Fragen, die ich gar nicht beim ersten Mal sehen so hatte. Und ich fand es irgendwie gefühlt nicht mehr so gut wie beim ersten Mal schauen. Und dann bin ich auch irgendwann davon abgekommen, weiter zu gucken. Also ich habe dann die erste Staffel nicht beendet und ich habe auch nicht mehr weiter in der zweiten Staffel geguckt. Und ja, das ist die Geschichte zu Westworld. Lief oder läuft, glaube ich, auch noch auf Sky. Ja, finde ich sehr schade, weil ich einfach eigentlich doch so von der ersten Staffel so begeistert war. Und ich weiß auch, dass mir die erste Folge in der ersten Staffel noch unglaublich gut gefallen hat, aber irgendwie war ich dann nicht mehr im Flow. Dann kam ebenfalls wieder eine historische Krimi-Thriller-Serie auf Netflix. Das war im Mai. Und zwar Die Einkreisung. Ebenfalls wohl eine Buchverfilmung, aber auch von dem Buch habe ich vorher noch nichts gesehen oder gehört oder gelesen. Und auch hier haben wir im Grunde ja wieder Todesfälle im historischen Setting, die im Grunde gelöst werden sollen. Und wir haben hier einen Daniel Brühl, eine sehr bekannte aus Twilight, bekannte Schauspielerin, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, und der im Hobbit auch mitgespielt hat. Ja, ich finde, das sind Angaben von Schauspielern, mit denen man auf jeden Fall was anfangen kann. Jeder weiß jetzt natürlich, von wem ich spreche. Nein, also ja, es sind bekannte Schauspieler, aber ich habe es leider wirklich einfach nicht mit Namen. Es dauert sehr lange, bis ich mir Namen einpräge. Daniel Brühl hat mitgespielt und er spielt im Grunde einen Polizisten, eigentlich eher so daneben, jemanden, der eben versucht, logisch an Mordfälle heranzugehen oder an tote Menschen, der eben herausfindet, wie muss man das unter Mikroskop untersuchen, um wirklich etwas herauszufinden. Also im Grunde auch irgendwie wie eine Art Sherlock Holmes, nur ein bisschen mehr auf Tatsachen, auf Untersuchungen und nochmal seiner Zeit ein bisschen zurück. Wir sind so im Zeitdreh um Jack the Ripper und wir sind auch im stinkenden, dunklen London und hoffe ich jetzt zumindest, dass es London war und es war sehr düster, es war auch sehr eklig, es war sehr brutal, aber es war sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe die Staffel wirklich auch weggesuchtet. Mir hat diese düstere Atmosphäre, diese schauspielerische Leistung, dieses historische unglaublichen Spaß gemacht und trotz all dieses Blutes, was da floss und fand ich das einfach spannend, wie man so dieses Thema damals aufgegriffen hat, wie die Anfänge waren daran, eben etwas zu untersuchen, Leichen zu obduzieren, was findet man da, was kann man da tun, alleine wenn man schon mal nur an Fingerabdrücke denkt, was das für eine Entwicklung war. Wir haben hier auch eine junge Polizeibeamtin, die die erste ist in dieser Polizeiabteilung, die im Grunde nur eine Sekretärin ist, aber eben hier natürlich auch so ihren Wirkungskreis hat und einfach großartig. Es war historisch wirklich toll, es war spannend aufgemacht, Kostüme toll, Schauspieler, trotz Daniel Brühls, ich bin ja nicht der größte Fan von deutschen Schauspielern, den fand ich aber da wirklich sehr gelungen, hat es mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe die erste Staffel wirklich sehr, sehr gerne angesehen und habe die auch wirklich so, ja, in düsteren Zeiten weggesuchtet, war wirklich ganz, ganz toll. Dann habe ich mir auf DVD die Handmaid's Tale geholt, was ja die Neuverfilmung sozusagen zu der Report der Markt von Margaret Atwood ist. Eine dystopische Geschichte, die ja bereits schon mal verfilmt wurde unter dem Titel, keine Ahnung, war irgendein Hollywood-Streifen, der Report der Markt, was nicht, irgendwas mit Die Dienerin. Ich habe schon wieder verdrängt, den ich nicht gesehen habe. Ich fand den Reportermarkt von Margaret Atwood ja grandios. Es war ein Buch, was mich total geflasht hat, was mich wirklich weggerissen hat, was ähnlich wie 1984 eine große Wirkung auf mich hatte, denn wir haben hier eben irgendwie eine Klimaveränderung und Frauen können keine Kinder mehr bekommen. Zudem, oder nur noch wenige Frauen sind dazu in der Lage, Kinder auf die Welt zu bringen. Zudem haben wir im Grunde irgendwie eine religiöse Sekte, ich nenne es jetzt einfach mal so,
ist nicht ganz korrekt, aber es, ne, um, fürs bessere Verständnis. Und die im Grunde die Frauen in, ja, im Grunde aller Macht und allen Rechtens beraubt. Also es geht los, sie dürfen nicht mehr reisen, sie dürfen nicht mehr arbeiten, sie dürfen ihre Kreditkarten nicht mehr verwenden, sie brauchen immer einen Mann, entweder der Vater oder der Ehemann oder immer irgendeinen, der das für sie tut. Und gerade die Frauen, die dann eben noch ja, Kinder auf die Welt bringen können, werden dann eben Mägde und landen von ihren Familien entrissen, ja, im Grunde bei reichen Familien, meistens Politikern, hoch angesehenen Menschen, um deren Kinder auszutragen. Und die Zeugung ist etwas, was mir unglaublich unter die Haut gegangen ist. Ich möchte da gar nicht zu viel verraten, aber das sind Momente, wo man als Frau wirklich denkt, jo, am Ende sind wir alles irgendwie, ja, Legehennen. Na, also das ist ehrlich heftig. Und es gibt eben auch einfach Länder auf unserer Welt, wo ja gerade die Frau wirklich sehr wenig Rechte hat. Und das wird einem hier natürlich nochmal sehr bewusst, wie schnell das gehen kann. Und wir haben hier eben eine Protagonistin, die eben noch vor 5 Jahren ein normales Leben geführt hat und uns eben erzählen kann, und das ist in der Serie wirklich auf brutalste und ehrlichste Weise geschehen, wie es von damals ins Heute gekommen ist und wie man sich eben heute fühlt, was Frauen mitmachen, was das psychisch mit Frauen tut, auch was Frauen einander antun können. Und es war sehr hart, es war sehr brutal, es war wirklich einfach ehrlich und es hat mich sehr, sehr aus den Fugen gerissen. Das muss ich auch ganz klar sagen. Nicht nur das Buch, was gefühlt gar nicht mal ganz so extrem war, ja, es hat schon seine Wirkung gehabt, aber die Verfilmung, das zu sehen, ist einfach nochmal etwas ganz, ganz anderes und ich fand die erste Staffel wirklich sehr, ja, weltbewegend, ich muss das wirklich einfach so sagen. Ich möchte mir jetzt auf jeden Fall auch noch die zweite Staffel ansehen, die gibt es, glaube ich, auch mittlerweile schon auf DVD. Ich habe jetzt aber von 3 Stimmen unabhängig gehört, wie schrecklich schlimm sie finden, was ihnen gezeigt wird, was nichts mit der Serie zu tun hat, weil die ist großartig und aber so diese Handlung und ich bin da einfach mega gespannt. Also wirklich auch eine Dystopie als Buch, eine absolute Empfehlung. Auch die erste Staffel konnte ich absolut empfehlen, habe ich weggesuchtet im Mai, fand ich wirklich toll. Auch weggesuchtet habe ich Big Little Lies auf Sky, ebenfalls noch im Mai, ebenfalls eine Verfilmung eines Buches, das ich sogar hier hatte, mir aber 2 liebe Freundinnen auch unabhängig voneinander gesagt haben, lest das Buch nicht, guck die Serie, das ist viel geiler, als es das Buch sein kann. 1000 kleine Lügen ist dann im Grunde der deutsche Titel von Moriarty. Irgendein Vorname, Moriarty, weil ich das noch lustig fand, weil ich ja Moriarty in den Sherlock Holmes Serien absolut liebe. Und ja, das war der Merker, ne? Ja, so funktioniert es manchmal. Ja, und so habe ich die Serie angeguckt und sie hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir haben hier im Grunde ein kleines Kleinstädtchen und es geschieht im Grunde ein Mord an jemanden, wo wir noch nicht wissen, an wem das ist. Und all diese Frauen, die irgendwie hier eine Rolle spielen, haben wohl irgendwas damit zu tun. Man weiß noch nicht, wer gestorben ist, warum, wie. Was haben die Frauen, die so zickig sind, die alle irgendwie Eheprobleme haben oder Probleme mit dem Ex-Ehemann oder mit dem neuen Partner, mit den Kindern und auch mit der ganzen Gesellschaft, was passiert, wenn diese Schickimicki-Welt, wenn diese Mauern so ein bisschen brechen. Und das fand ich wirklich ganz, ganz toll. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich mochte die intrigischen Spielchen. Ich fand es auch großartig, diese schauspielerischen Leistungen. Wir haben dann eine Nicole Kidman, eine Reese Witherspoon. Wir haben diesen einen Skarsgård, dessen Vornamen ich mir mal wieder nicht merken kann. Und wir haben noch 2, 3 andere Schauspielerinnen, die was in Das Schicksal ist Emmys Verräter und Bestimmung, Shailene Woodley, mitgespielt hat und auch noch ein paar andere. Und ich fand das großartig. Ich mochte einfach diese ganze Atmosphäre, dieser Kleinstadt, dieses trügerischen Friedens und was dann eigentlich hinter den Türen vor sich geht. Fand ich wirklich toll. Ich weiß gar nicht, ob es dafür eine 2. Staffel irgendwie geben soll, aber da hat mir die 1. Staffel auch unglaublich gut gefallen. Tote Mädchen lügen nicht, beziehungsweise im Englischen 13 Reasons Why, hat uns ja im letzten Jahr mehr als schockiert zurückgelassen. Die Buchvorlage von Jay Asher war wirklich schon großartig. Wir haben hier ein junges Mädchen, das Selbstmord begeht und ja, in Form von 13 Kassetten an 13 Menschen schickt, die mehr oder weniger irgendwie ihrer Meinung nach schuld daran sind, dass sie ja, so ein Leben geführt hat, wie es eben in den letzten Jahr, 1,5 Jahren der Fall war, was sie dann irgendwie dazu brachte, sich umzubringen.
Eine Serie, die sehr aufgewühlt hat, die ja sehr verstörend auch wirkte, die auch Warnungen im Vorgang jeder Folge oder der krassen Folgen hatte und die wirklich auf dieses Thema Mobbing aufmerksam macht in Highschools, in Schulen, unter Jugendlichen, wie heftig das eben sein kann und wie eben jemand, der keinen Halt irgendwie in seiner Welt scheinbar hat, irgendwie keinen anderen Ausweg mehr findet, als sich umzubringen. Und das ist jetzt auch kein Spoiler, jeder weiß, dass die Geschichte so anfängt. Bei Staffel 2 habe ich mich lange gefragt, was werden sie uns zeigen? Denn das Buch und auch die Geschichte von Hannah Baker war eigentlich erzählt. Aber wir erleben jetzt im Grunde so diese Geschichte nochmal aus dem Blick der anderen, dieser gefühlt 13 Kassettenmenschen, die irgendwie da eine Ursache scheinbar dafür waren, die eben uns so ihre Sicht der Dinge nochmal zeigen können. Man kann jetzt sagen, dass das irgendwie unnötig ist, das fand ich aber tatsächlich nicht. Ich mochte, das ist immer so, es klingt so komisch, ich mochte es, dass auf dieses Thema so aufmerksam gemacht wird. Ich glaube, dass es ein Riesenthema in unserer Gesellschaft ist, nicht nur Mobbing bei Schülern, sondern natürlich auch bei Erwachsenen, ist ja gar keine Frage. Die Arbeitswelt ist hart, Student sein ist nicht einfach, Schüler sein, glaube ich, heutzutage schon gleich gar nicht mehr. Und ich glaube, dass man darauf aufmerksam machen muss. Man muss diesen Kindern, die das Gefühl haben, oder überhaupt Menschen, die dieses Gefühl haben, da gibt es keinen Ausweg, man muss die irgendwie noch fangen. Ob die sich jetzt fangen, weil sie eine Serie gucken und sehen, oh, da geht es jemanden wie mir, und sich irgendwie Hilfe holen, das weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Aber wenn es nur einem hilft, dann doch sich Hilfe zu holen, hat diese Serie definitiv ihren Zweck erfüllt. Und man merkt manchmal auch an Kleinigkeiten, die die Charaktere sagen, was die für eine Wirkung auf andere Menschen haben kann. Und ich selbst nehme mir da Dinge mit. Also man tut manche Dinge ja sehr unbewusst oder man meint sie spaßig vermeintlich, man meint sie irgendwie humorvoll, vielleicht ein bisschen ironisch, sarkastisch und glaubt gar nicht, dass man den anderen dadurch irgendwie verletzen kann oder bildet sich ein, dass der den Humor irgendwie versteht und teilt, was aber ja gar nicht der Fall sein muss. Und da nimmt man sich was mit. Es war wieder sehr krass, es war für mich das Ende, hätte ich tatsächlich noch etwas anderes erwartet. Und ich fand es ein bisschen schade, dass es einen Weg da drin gab, der mir nicht ganz so gut gefallen hat, der eben auch mit so einem etwas außenseiteren Charakter zu tun hatte, wo ich dachte, das hätte ich persönlich nicht mehr gebraucht. Aber es macht halt einfach aufmerksam, dass es auch, ich sage jetzt mal, geschlechterneutral einfach passieren kann, dieses Mobbing. Und dass man es da eben nicht so einfach unbedingt hat, egal ob man eben Junge oder Mädchen ist und egal was der Beweggrund dahinter ist. Also eine wirkliche Serie, die unter die Haut geht, wo man sich vorher gut überlegt, ob man sich das antut oder nicht. Es sind krasse Szenen dabei. Manches hat auch so ein bisschen die Logik aus Teil 1 nicht ganz weiter verfolgt. Das war nicht immer ganz konsequent. Und für mich hat es manchmal auch den Sinn des Selbstmordes von Hannah Baker, insofern da ein Sinn ist, ein bisschen in Frage gestellt. Also, das klingt auch so komisch, aber was irgendwie in Staffel 1 und auch im Buch noch relativ logisch war, das war hier manchmal leider nicht so richtig zu erkennen, was ich tatsächlich ja ein bisschen schade fand. Ja, so ein bisschen, so ein klein bisschen, ja. Dann wohl, ich würde es fast mein Serien-Highlight nennen und diese Serie hat es absolut geschafft in die Top 5 meiner Serien überhaupt hineinzukommen. Und zwar ist das This Is Us. Staffel 1 habe ich angeguckt auf Prime, das war inklusive. Und Staffel 2 hatte ich gerade Glück, dass sie auf 6 gelaufen ist und ich mir die dann über die Mediathek angucken konnte. Bis auf, glaube ich, Folge 1 und 2 der zweiten Staffel, die ich gekauft habe. Und dann war ich aber gerade im richtigen Rhythmus mit Sky und konnte dann, nein, mit 6 und konnte dann im Grunde in deren Mediathek mir die Serie angucken. This Is Us, eine Serie, die mich hat gefühlt in jeder Folge lachen, hat weinen, also ich habe gelacht, ich habe geweint, ich hatte Gänsehautmomente, ich hatte emotionale Abstürze, ich hatte himmelhoch jauchzende Momente, es war eine Serie, wie das Leben eben ist. Und das in gar keinster Weise in extrem übertriebener Form, sondern einfach so echt. Die
Charaktere fühlen sich echt an. Diese Situationen waren echt. Es sind echte Emotionen, echte Gefühle, echte Geschichten und einfach wunderbare Charaktere, die man so ins Herz schließt, mit denen man so mitfiebert und sich so begeistern kann. Und mich haben beide Staffeln einfach weggeflasht. Und ich habe, wie gesagt, ich glaube noch in keiner Serie so viel geweint und gelacht gleichermaßen. Und es hat mich echt sehr bewegt und berührt. Und ich habe einen absoluten Lieblingscharakter, nämlich Jack. Das ist der Vater sozusagen. Also wir haben hier im Grunde, wir lernen eine Familie kennen, ein junges Ehepaar, das sich sehr, sehr liebt und das auch wirklich uns immer vermittelt, wie sehr diese Liebe geht und die alles dafür tun, für ihre drei Kinder, denn sie haben Drillinge. Und gleichzeitig erleben wir nicht nur die Babyzeit, die Anfänge dieser Ehe, dieser Beziehung, sondern wir erleben dann eben auch in einer anderen Zeitebene die Kinder, wenn sie so 6, 7, 8 sind. Wir haben die Kinder dann irgendwann im jugendlichen Alter und wir haben sie passend, fängt nämlich diese Serie am 30. Geburtstag dieser Kinder an. Und das ist einfach der Hammer. Also diese verschiedenen Zeitschleifen, die alle irgendwas miteinander zu tun haben. Es gibt drei Folgen, die sich dann jeweils um eins dieser drei Kinder dreht, was das Besondere so an diesem Kind ist oder an diesem jetzt Erwachsenen. Und es ist Wahnsinn. Ich krieg direkt auch wieder Gänsehaut. Ja, es ist ehrlich eine Hammer, Hammer-Serie. Ich weiß gar nicht, sie wird es wohl auf DVD geben. Und ich glaube, sie muss auch als DVD bei mir einziehen. Und ich bin da einfach absoluter Fan. Also ich habe das wirklich geliebt, ich habe mitgefiebert, ich habe geweint, ich habe alles und ich auch heute noch. Ich habe manche Szenen sind so unter die Haut gegangen, dass ich einfach sprachlos eigentlich davor war und es einfach geliebt habe, wie emotional und wie echt das ist und wie toll diese Charaktere auf manche Situationen eben auch einfach reagiert haben und was es für Konflikte gibt und auch wenn man im Grunde Drillinge hat, was bedeutet das für das Leben danach? Wie gehen die mit ihren eigenen Kindern um, mit ihren eigenen Partnern, miteinander, mit der Mutter? Und da, faszinierend. Also wirklich großartig, tolle Schauspieler. Mal wieder, seinen Namen habe ich schon wieder nicht drin, obwohl er dann nochmal in einer anderen Serie auftauchte, Milo. Ja, Hammer-Schauspieler. Ich bin absolut begeistert. Ich stalke gefühlt alle auf Instagram und ich freue mich, dass eine dritte Staffel geplant ist, wo es jetzt wohl gerade auch die Dreharbeiten gibt. Und ich bin also total begeistert und ich freue mich wirklich mega drauf. Ich glaube tatsächlich, mein Serien-Highlight, vielleicht neben The Handmaid's Tale, ja, ich glaube in diesem Jahr. Danach habe ich ja tatsächlich nochmal Sherlock geguckt. Ich weiß gar nicht, wann ich da nochmal geguckt habe. Ach ja, August bis September. Ich glaube, da war ich gerade krank. Da hatte ich August bis September, ja, da hatte ich meine Kehlkopfentzündung direkt. Am letzten Urlaubstag ging es los. Ich bin sonntags in die Notaufnahme, weil ich überhaupt nicht mehr reden konnte, totale Schmerzen im Hals hatte. Und ich hatte Bronchitis mit einer Kehlkopfentzündung und durfte auch tagelang nicht reden und konnte auch nicht reden, was das Leben sehr schwer macht für jemanden, der viel zu viele Worte am Tag eigentlich übrig hat. Und ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich habe dann gedacht, es ist Zeit für Sherlock Holmes. Ja, also ich habe es dann nochmal komplett gesuchtet, Staffel 1 bis 4. Faszinierend, ich wusste gar nicht tatsächlich, dass das so knapp hintereinander war, also Februar und August, September, über ein halbes Jahr. Aber ich dachte, dass Sherlock tatsächlich eher noch Ende letzten Jahres war, aber jetzt das so zu sehen, okay. Ja, wie man sieht, eine Serie, die auch definitiv in die Top 5 gehört, neben Game of Thrones, neben Golden Girls und es wird dann schon wieder so schwierig. Ich glaube, das sind so, Friends ist auch eine sehr geile Serie, wie ich finde. Ich glaube, das sind so die Top 5. Sex and the City habe ich tatsächlich ein bisschen nach hinten geschoben, damit konnte ich dieses Jahr tatsächlich gar nichts anfangen. Da habe ich mal ein paar Folgen geguckt. Aber ja, ich habe nochmal Sherlock geguckt. Ich glaube, ich muss gar nichts mehr dazu sagen. Wenn man eine Serie zweimal im Jahr guckt, ja, da brauche ich gar nichts mehr irgendwie zu erzählen. Alle Staffeln mittlerweile auch auf Netflix. Dann habe ich angeguckt, auf Empfehlung, ich glaube, von Thorsten Luther, Staffel 1 bis 4, ebenfalls auf Netflix im September. Eine düstere Polizei-Krimi-Thriller-Drama-Serie, die in den USA spielt, soweit ich mich recht erinnere. Solche Details sind irgendwie nicht wichtig. Und wir haben eben Luther, einen Polizisten, der ja im Grunde eine gewisse Fähigkeit hat, Mordfälle und Tatorte besonders zu lesen. Also sehr schnell Dinge
ja, im Grunde auch so ein bisschen Aura aufzunehmen. Das klingt jetzt esoterischer, als es ist. Das kann im Grunde Luther. Und er steckt aber dabei selbst manchmal so ein bisschen in der Klemme, weil er viele Dinge doch so recht vorbei am Gesetz auch tut. Und das war wirklich eine tolle Serie. Sie war spannend, packend, ähnlich so ein bisschen wie River, die ich ja im Vorjahr geguckt habe. Und ich war sehr angetan von Staffel 1 bis 3. Ich weiß, dass mir die vierte Staffel aufgrund der Kürze der Staffel nicht mehr ganz so gut gefallen hat. Aber Staffel 1 und 2 und 3 war wirklich der Hammer. Es gab Momente, in denen ich wirklich absolut mitgelitten habe, in denen ich mitgerätselt habe, in denen ich mich 1000 Dinge gefragt habe. Ich dann zum Glück auch 999 Antworten bekommen habe und 100 neue Fragen bekommen habe. Aber es zieht sich so in roter Faden durch die Geschichte und es ist einfach mega spannend. Es sind Fälle, die so von einem ins andere auch irgendwie greifen, dass dann eben auch Trittbrettfahrer dabei sind oder so Ähnlichkeiten, aber doch wieder ein bisschen anders, auch so in diese düsteren Köpfe dieser Mörder sich hineingucken, was ich ja bei Thrillern immer sehr, sehr mag, wenn man eben aus diesen einfachen Massenserienkiller im Grunde eben doch einfach irgendwie einen Menschen machen, den tatsächlich etwas Logisches antreibt, das zu tun. Klang das jetzt irgendwie auch merkwürdig? Ja, vermutlich, aber es sind halt nicht einfach nur Monster, die töten, sondern es gibt ja immer irgendeinen Grund dafür. Und ich finde es schön, nein, das ist das falsche Wort, ich finde es gut, dass einem das eben auch gezeigt wird, was so dahinter steckt und warum dann vielleicht der Mord gerade so und so passiert. Also sollte man mal irgendwann umgebracht werden, vielleicht erzählt einem der Killer noch, warum gerade so. Ja, wir driften jetzt irgendwie in eine Richtung ab, in die dieses Video eigentlich nicht gehen sollte. Und ja, das war auf jeden Fall im September. Und dann habe ich 6 Staffeln The Walking Dead geguckt. Ja, das hat dann auch den ganzen September und Oktober gefühlt gedauert. Und dann habe ich eine Serie in Pause gebraucht, wo ich in gar keine Serie gefühlt mehr hineingefunden habe. Ja, was ist geschehen im September? Die neunte Staffel. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, die 9. Staffel läuft gerade, ne? Ja, die 9. Staffel war im Grunde am Start und ich war mit einem guten Freund hier um ein bisschen spazieren und er erzählt mir, Mensch, du stehst doch so auf Dystopien und Science Fiction und auf apokalyptische Geschichten. Da kennst du doch bestimmt The Walking Dead. Freust du dich auch schon auf Staffel 9? Und ich habe den angeguckt und gesagt, naja, eigentlich geht's doch da so um Zombies und das finde ich irgendwie eklig und da habe ich tatsächlich nie reingeguckt. Dann ist er tatsächlich während des Spaziergangs stehen geblieben, hat mich mit großen Augen angefragt und mich gefragt, ob ich eigentlich noch ganz dicht bin. Das war ein Zitat, seine Worte. Sei gegrüßt. Ja, sollte er zufällig. Solltest du zufällig zugucken, weißt du jetzt, dass du gemeint warst. Und er hat mir dann den restlichen Spaziergang, diese Serie, ja, sehr schmackhaft gemacht. Man kann es gar nicht anders sagen. Also, dass die Zombies eben nur nebensächlich sind, dass hier ein Virus ausbricht, dass wir eben Menschengrüppchen haben, die natürlich irgendwie ums Überleben kämpfen, die sich davor schützen wollen, von diesen Zombies im Grunde ergriffen zu werden, daran zu sterben, sich zu verwandeln und so weiter und so fort. Und dass man eben eher diesen Merk auf diesen Menschen hat, auf die Überlebenden dieser eher eine postapokalyptische Geschichte ist, als tatsächlich Zombies. Ja, die tauchen auf und er hat auch gesagt, es gibt auch den einen oder anderen ekligen Moment. Die Betonung lag auf den einen oder anderen. Und so dachte ich, ach, ich habe ja eigentlich nichts anderes zu tun, gucke gerade keine Serie. Und die Staffeln laufen gerade alle auf Netflix, beziehungsweise die neueste läuft auf Sky. Ja, guckst du einfach mal rein. Ja, und damit nahm das Unglück The Walking Dead seinen Lauf. Ich habe sehr wenig geschlafen in dieser Ende September, Anfang Oktober Woche. Ich habe gefühlt, glaube ich, gar nichts groß gelesen. Ich war einfach nur fasziniert. Ich fand die erste Staffel großartig. Ich mochte Staffel 2, 3 und 4 und ich glaube sogar noch Staffel 5. Super gerne. Ich habe hier auch einen Charakter aus The Walking Dead stehen als Funko und ich war wirklich hin und weg. Natürlich war es eklig, ja, es gibt sehr widerliche Zombie-Momente, auch echt eklige, wenn man irgendwie einen Menschen ausnimmt und sich die Innereien um sich hängt, damit man nicht auffällt und oh, also ja, es gibt unglaublich viele eklige Momente und
Ja, da macht man eben einfach mal kurz die Augen zu. Es gab auch tatsächlich dadurch schlaflose Nächte, beziehungsweise bis in die Träume hat mich natürlich diese Serie verfolgt, wo man einfach merkt, wie intensiv einen das beschäftigt. Auch diese menschlichen Abgründe finde ich immer wieder, nicht nur in Büchern, auch in Filmen und Serien, super faszinierend. Und ja, das hat man hier natürlich auch. Allerdings muss ich einfach sagen, dass mit Staffel 6, wenn es nicht schon die Anfänge von 5 war, habe ich noch 7 angefangen. Ich bin mir noch gar nicht mehr sicher, wie weit ich eigentlich war. Ich glaube, ich habe auch noch ein paar Folgen von Staffel 7 geguckt. Aber in meinem Buch steht, beendet Staffel 1 bis 6. Staffel 6 war leider dann nicht mehr so meins. Es wurde unglaublich langweilig. Es hat sich alles nur noch darum gedreht, dass die Menschen gegen andere Menschen kämpfen. Es hat ganz wenig Zombie-Themen gegeben. Es ging kaum noch darum, ja, was eigentlich die Ursache war. Also man ist nicht mehr auf die Suche gegangen, wo kommen die Zombies her, was war das für eine Krankheit, wie kann man sich schützen, wo finde ich andere Menschen, vielleicht Wissenschaftler, Ärzte, Politiker, die also irgendwas dagegen wieder tun können, dass die Welt wieder in Normalzustand kommt. Darum ging es überhaupt nicht mehr. Es ging nur noch darum, sein Eigenheim irgendwie zu beschützen und alle wegzuballern, die da irgendwie kommen. Und ich hatte da so meine Probleme mit. Und das hat sich dann, glaube ich, auch die 6. Staffel sehr, sehr durchgezogen. Und dann ist eben auch noch ein Charakter aufgetaucht, den ich einfach nur abartig, böse, eklig, widerlich finde. Und wo man schon vorher, bevor man ihn sah, sehr viele Dinge gehört hat, wo man dachte, was ist denn das für ein Idiot? Und als er dann auftauchte, ich einfach nur dachte, ach nee, Will ich das wirklich weitersehen? Will ich diese pure Gewalt wirklich sehen, die für mich ja erstmal auch gar keinen Grund dafür gab, für diese Gewalt? Ich meine, es geht immer irgendwann um Macht. Es geht immer darum, dass der eine was hat, was der andere nicht hat. Aber müssten die Menschen nicht eigentlich an einem Strang ziehen? Und das hat es für mich tatsächlich so ein bisschen kaputt gemacht. Und ich habe tatsächlich, ich glaube, auch noch 4, 5 Folgen in der 7. Staffel geguckt und irgendwie gab es da wieder ein, zwei lichte Momente mit Charakteren, die neu dazukamen. Aber irgendwie hat es mich dann auch nicht mehr hingezogen. Und dann kam, glaube ich, tatsächlich eine Serienflaute. Ja, den ganzen, ja, ein bisschen was im Oktober und den ganzen November habe ich dann keine Serie mehr geguckt. Und das war irgendwie so ein Zeichen, mich hat da was verdorben. Ja, ich weiß tatsächlich nicht, ob ich die Serie weitergucken werde, ob es mich überhaupt interessiert. Ja, viele sagen jetzt, die aktuelle Staffel war wieder ganz spannend, aber andere sagen auch wieder, Und solange so dieser menschliche Konflikt da war mit den Zombies, war es auch irgendwie noch so meins. Aber so einfach nur, dass sich Menschen die Köpfe einschlagen, damit sie das tun, da bin ich halt irgendwie raus, ne? Und ja. Dann eine Serie, die mich auch sehr fasziniert hat, war The Sinner, die 2. Staffel. Lief auch auf Netflix und mir hatte die 1. Staffel im letzten Jahr unglaublich gut gefallen. Und auch die 2. Staffel war großartig. Sie war nicht mehr ganz so gut wie Staffel 1, aber einfach dieser Ansatz, dass man im Grunde auch so einen Thriller Drama hat mit einem unerklärlichen Mordfall, denn wir haben hier einen Jungen, der auf einer Ferienreise seine Eltern in einem Motel umbringt und wir den gleichen Polizisten haben wie aus der ersten Staffel und dann eben herausfinden möchte, woran das liegt. In der ersten Staffel war halt sehr viel Überraschendes, es waren Wendungen, mit denen man irgendwie nicht gerechnet hat, dass das eben in so eine Richtung geht. Hier ging es ja um die Sünderin von Petra Hammesfahr, eine Buchverfilmung und war schon eher so eine Krimi-Thriller-Richtung mit ganz viel Drama-Elementen, das muss man ganz klar sagen, weil natürlich auch hier die Täterin in der ersten Staffel eben einfach nicht eine blutrünstige Frau war, die das einfach gemacht hat. Und ähnlich versucht man natürlich jetzt auch in der 2. Staffel diesen Jungen zu verstehen, der seine Eltern umbringt, was es irgendwie damit auf sich hat. Und es war sehr düster, es war auch sehr blutig und weil halt da auch ein Kind so eine große Rolle spielt, war das auch schon so einer Spur ganz schön heavy. Das muss ich ganz klar sagen, das hat mich schon so ein bisschen also das reißt einen dann schon ein bisschen anders mit, überhaupt ist das ja mit Kindern und bei mir sind es ja auch Tiere,
wobei jetzt das Tiere Mörder werden, ist ja eher unrealistisch, aber wenn das Kinder tun, dann weiß man, irgendwas ist da im Busch. Und das war wieder sehr toll geschauspielert und auch so die Atmosphäre war sehr düster. Allerdings hat es mich nicht ganz so umgehauen, wie es eben bei der ersten Staffel der Fall gewesen ist, was ich ein bisschen schade fand. Aber nicht weiter schlimm, weil sie trotzdem sehr, sehr gut war und man hier wirklich auf sehr hohem Niveau jammert. Mir hat es gut gefallen und ja, es war einfach spannend und es war halt auch so tiefer gehend. Also man hatte da auch schon den ein oder anderen Gänsehautmoment, wenn einem die Erleuchtung dann irgendwie gekommen ist und ja, war also richtig, richtig gut. Ja, und die letzte Serie des Jahres, da stecke ich eben gefühlt aktuell auch gerade drin, sind die Gilmore Girls. Ja, ein absolutes Kontrastprogramm zu The Walking Dead. Auch hier haben unabhängig voneinander ganz liebe Menschen gesagt, was, du kennst diese Serie noch nicht. Und das ist ja was, wo ich denke, wenn die eigentlich denken, dass mir das gefällt, dann könnte da was dran sein. Und ich habe auf Netflix 3 Staffeln jetzt angesehen. Und werde wohl auch einfach weiterschauen. Ich mag die Serie sehr gerne, sonst würde ich keine 3 Staffeln gucken. Aber es gibt in dieser Kombination Mutter-Tochter, ein sehr junges Mädchen mit 16 wurde schwanger. Die ist jetzt im Grunde Anfang 30. Wir lernen das Kind sozusagen kennen zum 16. Geburtstag. Sie geht auf eine Elite-Uni, will nach Harvard. Die jetzt erwachsene Frau hat Probleme nach wie vor mit ihren Eltern, leiht sich da im Grunde das Schulgeld und das ist natürlich ein bisschen so an Bedingungen geknüpft. Und wir erleben halt so das erwachsene Leben zwischen der Mutter, zwischen Lorelei und dem Vater des Kindes, zwischen neuen Partnern. Wir erleben aber auch Rory, so passend in der Pubertät mit ihrem ersten Freund und ja, was so Gefühle, Pubertät und ja. Das Wunderschöne an dieser Serie ist tatsächlich Stars Hollow. Das ist der Ort, an dem es spielt. Das hat für mich unglaublichen Charakter. Auch diese vielen größere Nebencharaktere, wie die Köchin Suki, wie Luke, der hier einen Diner führt. Ich mag die Nachbarn mit der Katze, die sie in dem einen Wagen durch die Gegend gefahren haben. Ich mag die Großeltern unglaublich gerne und auch die Freundin von Rory, Lane, und auch Dean, den ersten Freund von Rory, und Jess, den Neffen von Luke, der wiederum mein liebster Charakter aus This Is Us war. Und ich so dachte, oh Gott, ist der da jung. Und es war einfach schön. Ja, also ich mag die Serie tatsächlich gerne wegen der Atmosphäre, die sie ausstrahlt, wegen den Nebencharakteren. Ich kann aber sehr wenig mit Lorelei und Rory selbst anfangen. Anfangs habe ich mich noch sehr in Rory wiedererkannt, weil ich gefühlt eben auch so eine Jugendliche war, allerdings vielleicht schon 2 Jahre früher als Rory, erst mit 16, 17. Und wie das so mit meinem ersten Freund war, wie das mit der Schule war, mit den Freundinnen, was da so ein bisschen war, ohne dass ich auf einer Privatschule war oder ne, auf einer Elite-Schule. Aber so ein bisschen habe ich mich wiedererkannt. Immer ein Buch in der Tasche, jeden Moment auf der Parkbank, bevor der Bus kommt, lesen. Das fand ich sehr schön. Allerdings gefällt mir Rory immer weniger, weil ich sie unglaublich egoistisch finde, beziehungsunfähig finde und manchmal auch einfach sehr eingebildet finde. Und ja, spätestens als es dann irgendwie so Dreiecksgefühle gab, war ich halt bei Rory auch so ein bisschen raus. Ähnlich geht's mir dann leider auch so ein bisschen mit Lorelei, die ja so gefühlt mein Alter mit Anfang 30 hat. Gut, ich bin jetzt Mitte 30, aber ich habe jetzt auch kein so großes Kind. Aber man da einfach so sagt, ist man wirklich so als 30-Jähriger? Und ja, man kann durchgeknallt sein, man kann verrückt sein, das bin ich bestimmt auch. Ich renne auch an Weihnachten mit einem Weihnachtspulli durch die Welt und manche gucken mich so an und denken sich, oh, ist die heute 12? Da würde ich am liebsten sagen, ja, das ist sie heute mal. Aber ja, man hat seine verrückten Momente, aber man, ja, ist so halt im Hier und Jetzt. Und bei Lorelei habe ich halt oft das Gefühl, die ist unglaublich viel in der Vergangenheit und muss das irgendwie aufarbeiten, tut das aber nicht richtig. Und das dreht sich dann so ein bisschen im Kreis. Und das finde ich unglaublich schade. Aber nichtsdestotrotz mag ich einfach die Serie gerne. Es gibt einige Augenrollmomente, die zum Glück so in der 3. Staffel weniger wurden. Ich möchte natürlich schon wissen, was da so weitergeht, was da jetzt auf dem College passiert, wie es mit Lorelei und den Männern weitergeht. Ich habe hier so eine Traumkombi und hoffe, dass die beiden dann mal irgendwann zusammenkommen, obwohl sie jetzt ja eigentlich jetzt schon das perfekte Paar wären. Aber manche Paare brauchen eben ihre Zeit,
um dann auch das perfekte Paar zu sein. Und das ist dann im Grunde jetzt auch die letzte Serie des Jahres gewesen. Und ich denke mal, sie wird mich jetzt auch im Januar noch ein bisschen weiter begleiten. Klar, ne? Ich meine, ich glaube, es gibt 6 oder 7 Staffeln und dann nochmal diese Staffel, die 10 Jahre weiter irgendwie spielt. Wobei, das ist, glaube ich, keine echte Staffel mehr, aber ich habe mich damit noch gar nicht beschäftigt. Ja, wie man sieht, ein sehr intensiver und sehr schöner Serienrückblick, Serienjahr. Ich habe vorhin angesprochen, dass ich auch mal zwischendrin irgendwann Sex and the City geguckt habe. Das war, glaube ich, mal so im Frühsommer. Habe aber so in der Mitte der ersten Staffel tatsächlich aufgehört, weil ich es nicht mehr ertragen habe, diese mit 30-jährigen Frauen, die alle total absurd handeln, denken und leben, begleiten zu wollen. Und ich mir dachte, so vor 10 Jahren, als die Serie im Fernsehen lief oder noch länger her, da waren halt 30-Jährige, ich dachte, das sind so alte Weiber, ne? Das ist toll, so wie die leben und so lebe ich auch mal. Und ich bin ganz froh, dass ich einen anderen Weg eingeschlagen habe. Und ich konnte tatsächlich nicht mehr sehr viel mit dieser Serie anfangen. Also ich habe sie ja hier als DVD auch stehen und mal gucken, ob ich immer noch eine Chance gebe, aber irgendwie hat es mich nicht hingezogen. Eigentlich wollte ich dieses Jahr auch noch Downton Abbey nochmal angucken, das habe ich aber irgendwie nicht geschafft, weil ich mich dann für die Gilmore Girls entschieden habe, aber das ist ja nicht weiter tragisch. Jetzt habe ich schon unglaublich lange über Serien geredet, ich hoffe, ihr habt euren Kaffee schon mal nachgeschenkt. Kurz noch ein bisschen zu den Filmen des Jahres. Der Januar begann mit 3 Filmen, beziehungsweise einem Film, den ich dann erst später geguckt habe, und zwar war der erste Film des Jahres Downsizing mit Matt Damon. Und da freue ich mich mega, wenn er jetzt auf DVD rauskommt oder auf Sky läuft, weil mir der sehr gut gefallen hat. Bei Downsizing geht es eben darum, dass man, wie bekommt man das Problem der vielen Menschen, fast 8 Milliarden Menschen auf der Welt hin? Man macht die Menschen einfach kleiner und errichtet Städte für kleine Menschen und rechnet dann eben auch das Geld dementsprechend um und alle normalen Menschen, auch die Mittelschicht, ist dann eben vermögend und reich und kann sich protzige Villen leisten. Und wir treffen eben mit Damon, mit seiner Verlobten, wie sie sich kleiner machen und in dieser Welt, was es da für Probleme gibt, ist das wirklich die Lösung für unser Umweltproblem und was tut sich da? Allerdings muss ich ehrlich sagen, am Ende gab es so eine Wendung, die mir persönlich nicht gefallen hat, weil sie für mich gar nicht in den Kontext zu Downsizing gepasst hat, sondern so ein absurdes Sektenende ergeben hat und ich, also diese Endung so, ne, wo ich dann einfach so dachte, was will jetzt diese Sekte da, das Ende der Welt und das hat für mich nicht so zu diesem ganzen Kontext gepasst. Nichtsdestotrotz fand ich Matt Damon großartig, ich liebe diesen Mann und es hat auch Christoph Waltz mitgespielt, der eine sehr skurrile Rolle gespielt hat, die ich aber cool fand und konnte ich absolut empfehlen. Dann habe ich mir Wunder angesehen, auch eine Buchverfilmung mit Julia Roberts und dem blonden Wilson-Bruder, dessen Namen ich auch schon wieder verdrängt habe. Eine sehr schöne Verfilmung. Ich mochte das Buch, das ich glaube ich 2016 gelesen habe und 16 und ich fand das Buch schon toll. Da geht es eben um einen Jungen, der ich glaube einen Gendefekt hatte, das Gesicht entstellt war, eben jetzt auch schon viele Gesichts-OPs hatte und sehr oft mit einem Astronautenhelm umherläuft, dass man sein nicht sehr schönes Gesicht eben sieht. Und aus dieser Sicht des Jungen, der eigentlich sich ja ganz normal fühlt, aber eben merkt, dass die Menschen ihn nicht normal behandeln, ihn nicht normal angucken, ist diese Geschichte erzählt. Mir hat die Verfilmung sehr gut gefallen. Sie war sehr emotional, sehr gefühlvoll. Es gab wunderbare Lachmomente, ähnlich wie im Buch. Wir beleuchten ein bisschen mehr auch die Schwester von unserem Jungen und natürlich auch die Eltern. Was hat das für Probleme, wenn man sein Kind eigentlich als Kind sieht, das man liebt und dem eben wehgetan wird. Und ich fand das einfach toll. Ein toller Film, hat mir sehr gut gefallen. Ist, denke ich, jetzt auch perfekt. Da müsste jetzt ja demnächst dann auch auf DVD und so rauskommen. Fand ich wirklich großartig. Dann habe ich, ich glaube, da war ich auch irgendwie krank, weiß ich gar nicht mehr, habe ich mir The Greatest Showman angeguckt. Und das ist wohl mein Filmhighlight des Jahres, was nicht nur mit dem Film zu tun hat, sondern auch mit dem Soundtrack. Denn wir haben hier einen klassischen Musicalfilm, wollen wir es einfach mal so nennen, ähnlich wie La La Land, wie Disney-Filme ja auch oft funktionieren. Und wir haben hier
einfach eine grandiose, sehr leichte Geschichte über einen Mann, der Millionen Träume hat, zusammen mit seiner Frau und seiner Familie und irgendwann so ein Absurditätenmuseum aufmacht und dort eben sehr merkwürdige Menschen auftreten lässt. Also eine Frau mit Bart, ein Mann, der sehr klein ist, ein Mann, der sehr groß, ein Mann, der sehr dick ist, ja, Akrobaten, die in der Luft schwingen und ja, und hier eigentlich seine Millionen Träume, ja, irgendwie verwirklichen möchte und dann findet er natürlich nicht nur Respekt, sondern ja, das sind natürlich auch viele Menschen gegen, versucht er da so ein bisschen mit einem sehr reichen Schnöselsjungen sozusagen so ein bisschen die Wende zu bekommen, trifft dann auf eine Sängerin, die wirklich was kann, die unter die Haut geht und ja, dann scheinen sich alle seine Millionen Träume zu erfüllen. Doch es käme natürlich nicht anders, wäre es natürlich kein Film. Grandios inszeniert. Ich bin nicht der größte Hugh Jackman-Fan. Ich mag auch Michelle Williams nicht und ich bin auch nicht der größte Zac Efron-Fan. Das sind so, ich glaube, ich habe jetzt keinen wichtigen Schauspieler vergessen. Aber ich fand das toll. Es hat mich nach 2 Minuten eingefangen. Ich war in diesem Film, ich war in diesem Soundtrack. Ich habe das mitgefühlt, ich hatte Emotionen, ich habe gelacht, ich habe geweint, ich hatte Gänsehautmomente. Ein Wahnsinnsfilm, der mich wirklich total umgehauen hat in diesem Jahr, der mich auch, wie gesagt, mit dem Soundtrack noch bis heute begleitet. Es gibt gefühlt keinen Tag, an dem nicht irgendeins der Soundtrack-Lieder bei mir in der Playlist läuft, wenn nicht gar das ganze Album gehört werden muss. Aktuell gibt es ja auch eine Albumversion mit 9 anderen Künstlern sozusagen. Unter anderem singt jetzt Pink und ich habe es im Moment nicht mehr den Namen, aber die singt A Million Dreams und einfach großartig. Man hat die Musik einfach neu gemacht und wirklich in die neue Jetztzeit gebracht. Denn der Film spielt ja irgendwann 1930, 40? Ach, ich bin schon wieder, Daten immer ganz schlecht. Und da klingen natürlich die Musik, die Gesänge einfach ein bisschen anders und jetzt so moderner gemacht. Also toll, beides. Ich bin wirklich großer Fan von beidem. Ich bin einfach von dem Film total verliebt, auch von der Message, die er mitbringt. Und ja, es ist ein einfacher Film. Ja, es ist ein vorhersehbarer Film. Die Handlung überrascht einen jetzt nicht, aber wie sie das macht, einfach bombastisch. Also für mich auch ein absoluter Oscar-Kandidat, ähnlich wie La La Land im Vorjahr. Also ich bin da wirklich absoluter Fan. Da ich ein neuer, großer Benedict Cumberbatch-Fan bin, besonders nach Sherlock, bin ich absolut fasziniert von diesem Schauspieler, habe ich mir auf Sky auch Doctor Strange angeguckt. Das ist ja, ich glaube, es spielt im Marvel-Universum. Schlagt mich, wenn es jetzt doch DC ist. Nein, ich glaube, DC ist ja Batman. Dementsprechend ist, glaube ich, Doctor Strange Marvel. Ich bin da raus. Ich bin gar kein Comicleser. Ich kann bis auf mit Batman mit gefühlt sonst nichts anderem groß irgendwas anfangen. Bin also da, ja, also, ja, ich kenne noch Catwoman und Wonder Woman. Oder war die auch wieder Marvel? Ich bin schon wieder raus. Nein, die müsste DC sein. Kenne ich irgendwie, aber hatte ich nicht viel zu tun. Aber Benedict Cumberbatch spielt Doctor Strange und so habe ich mir den Film auf Sky angeguckt und war mehr als begeistert. Ich habe ihn dann so im Herbst nochmal angesehen und war ebenfalls wieder total fasziniert. Ich bin ein Fan von Benedict Cumberbatch. Was dieser Mann auf die Leinwand bringt, Mimik, Gestik, wie er das rüberbringt, das macht er großartig. Das kommt für mich schon an einen Johnny Depp ran und das mag tatsächlich jetzt etwas heißen. Denn Johnny Depp war für mich immer der Schauspieler, der die Rolle, die er gerade spielt, auch lebt. Leider hat er nach Jack Sparrow oftmals vergessen, dass er nicht Jack Sparrow, sondern Johnny Depp ist. Und viele seiner nachfolgenden Filme wirkten ein bisschen, wie wenn Jack Sparrow eigentlich diese Rolle spielt, was irgendwie ein bisschen oben drüber war. Und dann konnte man manchmal mit Johnny Depp nicht mehr so viel anfangen, wie es früher der Fall wäre. Wobei er bei Fantastische Tierwesen echt groß war, aber kommt später. Ja, aber Benedict Cumberbatch fühlt sich für mich im Grunde genauso an. Ich sehe ihn bei Sherlock und ich bin fasziniert davon, wie geil er diesen Sherlock spielt. Ich sehe ihn als Smaug vor mir beim Hobbit und man hört diese Stimme, man sieht das Gesicht bei Smaug und weiß, dahinter steckt Benedict Cumberbatch. Das ist einfach großartig. Und ich sehe ihn bei Doctor Strange und er ist jemand ganz anderes und trotzdem ist er es wieder und das ist einfach faszinierend. Handlungstechnisch, man muss, glaube ich, dieses Comic-Universum einfach mögen, sonst macht es keinen Spaß. Ich fand es schon manchmal so ein bisschen,
abgedreht, aber das, man muss sich drauf einlassen, dann ist das auch tolle Unterhaltung. Und ich fand eben auch diesen Dr. Strange, der eben dieser Arzt ist, der so etwas Übersinnliches dann eben bekommt nach einer Operation. Ich fand das einfach geil. Also ich habe mich wirklich, ich habe diesen Film absolut gefeiert. Ich fand ihn großartig und ja, war für mich im Grunde, wenn er jetzt auch nicht im Kino lief, sondern eben nur auf Sky, war für mich wirklich so ein kleines Highlight und zeigt eben, dass man viel mehr Filme mit Benedict Cumberbatch angucken müsste. Nicht gesehen habe ich bisher Die Verlegerin, habe ich aber gesehen, läuft schon auf Sky. Nicht gesehen habe ich Der Planet 2, weiß ich gar nicht, ob ich den schon auf Sky gesehen habe. Ready Player One. Muss ich noch sehen. Habe ich leider nicht geschafft. War ich, glaube ich, gerade krank im April. Ja, und dann lief er nicht mehr bei uns. Quiet Place leider auch nicht geschafft. Muss ich demnächst auch unbedingt gucken. Aber dann auf Netflix Cargo. Cargo mit Martin Freeman. Wir haben ebenfalls eine postapokalyptische Zeit. Es gibt auch eine Art Zombie, die eben infiziert sind, dann an einem Fieber sterben und sich dann eben so eine Art Zombie verwandeln. Und wir haben hier einen Vater, der sein Kleinkind durch das australische Outback trägt, um es in Sicherheit zu bringen. Aus verschiedensten Gründen, die ich gar nicht nennen möchte, ohne zu spoilern. Und ich bin ein Martin Freeman-Fan. Nicht nur, wenn er Bilbo Beutlin spielt oder Watson, sondern auch in sehr vielen anderen Filmen. Und ich fand diesen Film großartig. Er war sehr ruhig erzählt, er war zum Teil ein bisschen unspektakulär, aber er hatte so viel Tiefgründigkeit, so viel Tiefgang und hat mich wirklich berührt. Er hat mich verstört, dann auch zurückgelassen und ich habe so viel geweint am Ende, wie selten bei einem Film. Also selbst wenn die Titanic singt, also das hat mich wirklich sehr, sehr aufgewühlt. Und das ist wirklich ein Hammerfilm. Läuft auf Netflix, absolute Empfehlung. Man sieht wenig Zombies. Hier ist der Fokus wirklich nicht auf die Zombies oder auf diese Toten gelegt, sondern auf diesen Mann, der sein Kind einfach nur in guten Händen wissen möchte. Und auch wieder, die Abgründe der Menschen, die sind einfach sehr tief. Und faszinierender Film. Ich finde gar keine Worte. Fand ich wirklich großartig. Gerne gesehen hätte ich auch Die Farbe des Horizonts, weil da auch Sam Claflin mitspielt, leider nicht gesehen. Und dann habe ich noch Christopher Robin geguckt mit Ewan McGregor. Das ist ja die Verfilmung von Winnie the Pooh, allerdings ein paar Jahre später. Also dass wir im Grunde das Kind des Autors von Winnie the Pooh, der damals eben so diese Geschichte ja mitgetragen hat, der ist jetzt eben erwachsen. Der hat nicht mehr viel Fantasie und überhaupt ist das Leben so schwierig als Erwachsener. Und so ein bisschen wie Hook, den wir mit Robin Williams kennen, wo eben Peter Pan als Erwachsener sozusagen zurück ins Nimmerland muss, versucht eben hier auch Winnie the Pooh so das Leben des jungen Christopher Robin so ein bisschen zu verändern. Ein sehr süßer, ruhiger Film, der einen als Erwachsener durchaus mal so den Schubs gibt, die Welt wieder mit den Augen eines Kindes zu sehen. Hat mir gut gefallen, hat mich auch ein bisschen bewegt und fand ich gut. Und dann im November zweimal gesehen habe ich Fantastische Tierwesen, den zweiten Teil einer fünfteiligen Filmreihe Grindelwalds Verbrechen. Und auch das ein Film, der mich total begeistert zurückgelassen hat. Großartiges Entertainment, das ich wirklich packend fand, spannend fand, toll erzählt fand, geile Schauspieler, grandioses Setting, nicht ganz Harry Potter Feeling oder Hogwarts Feeling, aber eine andere Art Feeling, die wir noch benennen werden, wenn wahrscheinlich die Reihe rum ist. Es war einfach großartig. Ich habe dazu ein eigenes Video gemacht, was mich einfach so gefesselt habe. Es gibt 1000 Theorien, es vergeht kein Tag gefühlt, wo man sich nie irgendwie Gedanken darüber macht, was uns jetzt noch erwartet. Und wir müssen ja wirklich bis 2020 warten, bis es dann mit dem dritten Teil von Fantastische Tierwesen weitergeht. Ich fand ihn großartig. Ich kann auch die vielen extrem kritischen Stimmen nicht verstehen. Ja, er ist anders. Ja, Harry Potter Fans
werden da irgendwas vermissen, aber es ist eben, ich habe irgendwo ein Katzenhaar, es ist aber eben kein Harry Potter, sondern es ist eben fantastische Tierwesen. Es geht da um etwas ganz anderes, es geht um die Vorgeschichte, 70 Jahre vor Harry Potter, und es geht um erwachsene Zauberer, es geht ein bisschen um die Tierwesen, es geht um Grindelwald, um einen jungen Dumbledore, es geht um diese magische Geschichte zu einer Zeit, die ja eben auch im Muggelreich sozusagen nicht ganz einfach war. Und ich bin einfach Fan. Ich bin begeistert, ich bin hin und weg, ich bin verliebt in diese Reihe und ich bin auch verliebt in Newt Scamander. Wer hätte das nach dem ersten Teil gedacht, wo ich ihn ja gar nicht so gut fand, aber im zweiten Teil. Und ich wäre ein absoluter Verfolger von Grindelwald. Also das, ich kann absolut verstehen, dass die Menschen ihm gefolgt sind und was ich ja sehr selten von kriegerischen Diktatoren sozusagen sage, aber in diesem Fall kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und was ja Sinn der Sache sein soll. Aber ja, fand ich wirklich bombastisch gut und sehr, sehr gelungen. Und das war es, soweit ich weiß, jetzt auch mit den neuen Filmen. Wenn ich was auf DVD oder so geguckt habe, das habe ich nicht mit aufgeschrieben. Wäre eine Überlegung, macht man wirklich so eine Art Filmliste. Aber ich glaube, das ist dann zu viel des Guten an Statistik. Ja, einiges habe ich leider irgendwie immer mal verpasst, was auch daran liegt, dass ich manchmal eben auch einfach krank war zu solchen Kinostarts und bei uns manche Filme auch wirklich nur so 2-3 Wochen laufen, wie es auch der Fall war mit dem Film von Katy Perry, nein, nicht Katy Perry, mit Lady Gaga, wo bis ich dann im Grunde ja wieder fit war oder überhaupt gedacht habe, gehst du mal ins Kino, ja, war der Film irgendwie schon gelaufen, aber ja, ich kann in Hof nicht sehr viel für die Kinos, wie lange da ein Film läuft, das entscheidet ja scheinbar irgendwer an irgendwelchen Gründen, die sich mir noch nicht so richtig erschließen, aber auch A Star Is Born hieß der Film, ein Film, den ich auf jeden Fall dann jetzt im neuen Jahr auch dann auf Sky oder DVD angucken werde. Und ja, ich habe noch keine Liste mit Filmen für 2019, ich glaube, da sollte ich mich mal dran setzen, mir ein paar Gedanken dazu machen. So gefühlt habe ich noch gar nichts richtig im Kopf, was jetzt 19 so drankommt. Ich glaube, gehört zu haben, dass der zweite Teil von Avatar kommen wird, auf den ich mich sehr freue. Ich weiß aber jetzt gar nicht mehr, ob es 19 war oder 20 war. Ich bilde mir ein, es war 19. Aber vielleicht wisst ihr das ja eher. Ja, ich glaube, jetzt habe ich lange genug gequasselt. Jetzt ist der Kaffee oder der Tee bestimmt auch schon kalt, beziehungsweise jetzt muss Nachschub geholt werden. Ich hoffe, dass euch mein Serien-Film-Rückblick Spaß gemacht hat, dass ihr Freude dabei hattet, vielleicht auch den ein oder anderen Film-Serientipp bekommen habt oder jetzt gemerkt habt, Mensch, die Steffi mochte das und das, dann sollte sie sich mal das angucken, dann das natürlich ab in die Kommentare. Welche Serien habt ihr dieses Jahr gefeiert? Auf was freut ihr euch 2019? Gerne auch auf Filme. Immer her damit, würde ich mich mega darüber freuen. Gibt es Buchverfilmungen, auf die ihr euch freut, wo ihr schon wisst, dass die jetzt in 19 kommt? Dann ab damit, schreibt es mir gerne. Ich möchte auf jeden Fall eine Watchlist für 2019 haben, die ich dann auch wieder schön abhaken kann oder eben auch nicht. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, würde ich mich wirklich sehr, sehr, sehr drüber freuen. Ich danke euch jetzt für euer Zuschauen, dass ihr so lange meinem Gequassel zugehört habt und freut euch auf den Bücherrückblick, der dann jetzt am Donnerstag kommen wird. Und der wird wahrscheinlich nochmal ähnlich lang dauern, wenn nicht gar länger. Ich kann mich ja immer so selten und so schlecht kurz fassen. Aber ja, ihr müsst euch das Video ja nicht in einem Stück angucken. Das hätte ich vielleicht zu Beginn des Videos sagen sollen. Aber ja, vielleicht habt ihr das ja auch so getan. Ja, ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Gedanken. Lasst da gerne was da. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen tollen Start ins neue Jahr. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.